So, was geht ab, meine lieben Rust-Freunde? Willkommen zum DevBlog 107. Wieder ein neuer Donnerstag ist angeschlagen in der Rust-Geschichte. Und ja, ich darf euch hier herzlich begrüßen. Wir gehen sozusagen wieder heute den DevBlog durch, wollen das Ganze wieder innerhalb von 10 Minuten meistern. Und ja, ich freue mich immer, dass die DevBlogs echt gut ankommen, die Videos dazu. Und auch gerade da neue Gesichter sich wieder auf dem Channel verirren. Das gefällt mir sehr gut sogar. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich einfach mal an. Und wir haben jetzt wieder einen Patch, der, würde ich sagen, viele, viele Kleinigkeiten wiedergebracht haben. Nichts groß Gravierendes, aber wie gesagt, dafür sind ja auch nur die monatlichen Patches da. Aber auch wieder viele kleine Dinge, die mir sehr gut gefallen. Und unter anderem wieder die Performance-Patches, die natürlich sehr wichtig gerade fürs Spielen sind. Aber wir fangen erstmal an mit diesen schönen Gesichtsausdrücken, würde ich sagen. Ja, hier haben wir auch ein kleines Video dazu, das zeige ich euch einfach mal ganz kurz. Und zwar hat sich ja die Entwickler dabei gedacht, dass jetzt irgendwie Gesichtsausdrücke sich anpassen sollen, wie wir uns gerade fühlen. Das heißt, wenn wir irgendwie richtig abgekämpft sind, kurz vorm Verdursten sind und die halbe Nacht irgendwie alleine rumgehangen haben, dann geht es uns dementsprechend scheiße und wir werden eine Scheißfresse ziehen. Und wenn wir richtig schön hier gerade eskaliert sind und den einen oder anderen abgeschlachtet haben, dann geht es uns super. So, dann auf jeden Fall mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Für die Männer finde ich es gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall wollen sie jetzt hier mehr oder weniger Bart oder auch Haare adden, aber ich finde, für die Frauen sollten sie auf jeden Fall ein wenig Haar einfügen, denn so die ganzen Kahlköpfe, das ist dann nicht so ganz realistisch treu. Aber ich meine, Rust, das ist die Steinzeit, ja. So, dann kommen wir zu unserem großen Punkt des Patches eigentlich. Also es gibt eigentlich die drei großen Punkte. Einmal gibt es, dass wir die Performance-Patches haben, dann haben wir einmal nochmal, dass wir das ganze Wasser überarbeiten und dann haben wir noch zu guter Letzt, dass wir ja, diese Gesichter sozusagen überarbeitet haben. Beim Wasser haben wir jetzt sozusagen nur Salzwasser reingepatcht. Da gibt es dann sozusagen Quellen, wo sozusagen ja, das Wasser nicht getrunken werden sollte. Das sind dann halt große Seen. Dann gibt es aber natürlich auch, wenn es Salzwasser gibt, Freshwater. Freshwater ist dann irgendwie in diesen geilen Lakes oder in so kleinen Pfützen. Da kann man dann ohne Probleme raus trinken, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Und warum das Ganze jetzt eingefügt wurde, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall haben sie das ganze Wassersystem auch ein bisschen gepatcht, was ich manchmal auch sehr schade finde, aber muss auf jeden Fall sein, weil es war ein bisschen sehr broken. Man konnte sich einfach früher eine Barrel in die Base stellen und dann sich ohne Ende hochsaufen. Jetzt ist es halt so, dass man nur noch bis zu 40 HP sich hochtrinken kann. Also nicht mehr kurz respawnen, fünfmal dran nuckeln und man ist wieder Full HP und kann rumschnitzeln, wie man will. Das auf jeden Fall nicht. Also wie gesagt, noch bis 40 HP. Aber ja, sie haben sozusagen neue Survival-Aspects eingeführt, was das Wassertrinken angeht. Denn man verdurstet jetzt deutlich schneller. Das heißt also, wer schnell und viel unterwegs ist und viel am Holzhacken ist oder andere Ressourcen abbaut, der wird auch schnell durstig. Das heißt, es macht jetzt wohl angeblich Sinn, so ein Boaterbag mit sich zu führen, so eine kleine Scheiß-Trinkflasche, wo man dann ab und zu mal dran nippt, um halt nicht zu verdursten. Oder, ja, denn wenn man dehydriert, dann ist halt das Problem, dass man nicht mehr sprinten kann und das Ganze ist dann halt nicht so nett. Also wie gesagt, ja, Salzwasser eingefügt, Freshwater eingefügt, bisschen alles gebalanced und halt sozusagen so ein kleines Survival-System, was das Wasser angeht, eingefügt. Das war eigentlich schon der zweite Punkt. Jetzt kommen wir noch zu ein paar kleinen Performance-Punkten. Und dann war es das eigentlich schon wieder, was ich auch ja, möchte. Ich möchte, wie gesagt, hier ein bisschen schleunigst durchrushen, denn man soll sich ja nicht lange in dem Video aufhalten. Dann haben wir hier noch einen Bleeding-Nerf, was ich auch schade finde. Und zwar wurde halt diese Bleeding, wenn man halt Damage ja, erlangt oder erleidet oder wie auch immer, erhält. Hat man ja diese Bleeding drauf und das wollen sie wohl jetzt nerfen, dass die einen nicht mehr so rasant killt. Aber das fand ich eigentlich ganz geil, dass man sich irgendwie, wenn man einen Bowhit bekommen hat, erstmal bandagieren sollte oder man versucht es halt noch, um zwei Schüsse rauszubekommen. Aber die Chance, dass man dann verblutet, ist recht hoch. Jetzt soll es halt so sein, dass man halt die Chance hat, noch eine zu craften und. Also ich finde, das ist ein bisschen übertrieben und mit dem Bleeding gerade ganz geil, wenn das macht so ein bisschen die Möglichkeit, auch mal so ein paar Frühgirte als Bambino zu töten, was ich eigentlich ganz geil fand. Dann nochmal ein kleiner Punkt zur Wasserkapazität. Das haben sie wohl alles noch ein bisschen erhöht. Das heißt, man kann jetzt noch deutlich viel mehr Wasser rum durch die Gegend schleppen. Joa. So, dann kommen wir noch zum Punkt mit Benchmarking. Da wollen sie einfach sozusagen, dass man selber sozusagen so ein bisschen die Performance vergleichen kann. Denn sie sind sehr auf der Suche und sehr hart dran arbeiten, dran, 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 sehr hart an der Arbeit, die Performance wirklich besser hinzubekommen.
Denn ihnen ist es selbstbewusst, dass Performance wirklich einer der größten Probleme hier gerade im Game sind. Und das eigentlich noch, will, sage ich mal, 75% der Player, die nicht spielen, sage ich mal, abschreckt, weil man einen zu krassen PC braucht und die Lags einfach zu stark ist. Und ich glaube, das ist wirklich ein Grund für die meisten, ist es nicht zu spielen. Deswegen hier Performance, Benchmarking. Ja, das soll einfach hier wirklich ein großes Thema sein. Hier haben wir jetzt auch nochmal auf Schwarz und Weiß. Und ja, es sind zwar immer noch wieder ganz viele Fehler, die jetzt gefixt wurden, was wirklich auch echt stark ist. Das steht auch hier nochmal. Ist, wenn man wirklich im Close Combat war, also jemand 101 wirklich nah gegenüber stand und beide die AK schön drauf gesprayt haben, da gab es auch echt immer eklig Lags, gerade in letzter Zeit und nach dem letzten Patch. Das wird halt alles jetzt auch behoben und ja, wie gesagt, Performance, 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 wie gesagt, das sind wirklich die wichtigsten Patches meiner Meinung nach. Der ganze Flammenwerfer, Wassersystem, alles extrem geil, aber kriegt echt erstmal die Performance geschissen, das finde ich für mich am allerwichtigsten. Ich glaube, da spreche ich auch für viele andere. Dann noch ein Self-Interaction-Menü, das juckt mich jetzt nicht so sehr, deswegen gehe ich da jetzt auch nicht viel weiter drauf ein. Hier sind irgendwie noch viele Bugs wie Looting-Exploits, dass man irgendwie durch Wände looten konnte an ganz bestimmten Stellen. Das ja, findet auch wirklich davon lustig nichts, ehrlich gesagt. Dann hier noch eine Refraction, das war, finde ich, auch nicht so relevant. Dann die Ressource, das ist auch nicht. Chat-Issues, wie gesagt, hier haben sie auch noch den Chat irgendwie mit Performance ein bisschen gefixt, also alles noch so kleine Punkte, wirklich beim Spiel nicht wirklich merkbar sind, sondern nur man muss es schon wissen und sehen und dann merkt man es halt wirklich, finde ich. Deswegen gehe ich auf die Punkte immer weniger ein, sondern wirklich nur die Punkte, die jetzt, sag ich mal, für den Casual oder auch für den Pro-Player relevant sind und zu denen ich sozusagen meine Meinung abgeben kann. Ich meine, ja, ist super wichtig, dass man nicht durch die Wand gelootet werden kann oder durch irgendwelche Boxen, Tricks, Bugs, aber ja, wer macht das schon, wer weiß davon schon und klappt auch wirklich, glaube ich, nur selten. Dann auf jeden Fall nochmal einen ganz netten Sound haben sie noch eingefügt. Das passiert, wenn ihr Salzwasser trinkt, dann wisst ihr Bescheid, ihr habt das falsch getan. Also einmal genießen. Ja, danke. Wer jetzt gerade frühstückt, hat Mittag gegessen oder Abendbrot. Und, ja, Entschuldigung. Dann gibt es nochmal Footsteps. Und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, so ein paar kleine, sage ich es immer so, Schleckerleien, an denen sie immer arbeiten. Und das große andere Projekt, was wir auch alle paar Wochen immer sehen, wie die Dungeon Buildings. Hier haben sie sich wieder nett herangesetzt, wieder schön designt. Und ja, sieht schon nett aus. Auch wenn man sich krass, finde ich, an diese weißen Gebäude ohne Texturen gewöhnt hat. Ich finde, das ist so, wer Rust kennt und schon seit Legacy spielt, der mag das schon fast, würde ich mal sagen. Der steht drauf, wenn es einfach so schäbig aussieht. Und ja, dann noch in ein kleiner anderer Punkt, wird euch schon den meisten aufgefallen sein. Das haben sie, finde ich, schon seit vor 2 Tagen eingepatcht. Die Pfeilspitze haben sie ein bisschen geändert. Ja, okay, gut, aber das muss wahrscheinlich gemacht werden, da ja bald die neuen Pfeile auch, also die neuen Arrows eingefügt werden. Und dann, weiß ich nicht, so ein Arrow, der dann besonders Bleeding verursacht, der braucht dann natürlich eine andere Spritze als jetzt sozusagen der Standard-Arrow. Jetzt haben wir was ganz Witziges. Sie haben noch die Horse-Animation und die Bear-Animation überarbeitet, wenn man irgendwie, ja, wenn sie sich verteidigen. Das sieht dann so aus. Ihr habt noch nie ein verteidigendes Pferd gesehen. Genau, und dann einmal nochmal einen Bären. Keine Ahnung, wie ein Bär macht. Wie macht ein Bär? So, das war der Bär. Dann am Water Dispenser sind sie am Arbeiten. Ganzes Konzept hier, wieder diese Grafikdesigns. Finde ich mega geil, wenn man das so kann. Und generell, was sie sich so ausgedacht haben, hier wollen sie halt irgendwie Salzwasser abkochen lassen und dann kriegt man hier eine saubere Wasserquelle. Ist auf jeden Fall ordentlich geil. Noch zum guter Letzt, hier ganzen Konzept sehr natürlich. Das ist auch richtig nice, finde ich, das Weapon-Tool, dass man sich sozusagen so einen Gurt umbinden kann, wo man dann sozusagen seine Waffe dran hat. Das sieht, finde ich, überhart geil aus, wo man dann sozusagen sein kleines Headshot dran hat oder seine Pipe oder seine AK sogar. Das ist ja auch richtig sexy. Apropos sexy, ja, das eher nicht, meiner Meinung nach. Dann lieber ganz ohne. Ja, Female Clothing. Das Ganze soll ja noch so ein bisschen ja, am Konzept gearbeitet werden, dass die Frauen ein bisschen was anhaben. Ja, gut, muss nicht sein, kann man machen. Oh, ein bisschen auf die Frauen eingehen. Ja, guter letzter Change-Log, Freunde. Ich bedanke mich an der Stelle. Wir sind wieder unter 10 Minuten gewesen. Ah, es wird knapp. Ich wollte es wieder durchrushen. Ich hoffe,
Ich gefällt das, soweit ich das mache, weil es ist wirklich so ein bisschen so, ich bringe viel, finde ich, meine Meinung ein, was ich dazu denke und gehe wirklich nur auf die wichtigsten Punkte ein und ich möchte, mir ist halt wichtig, dass ich immer unter den 10 Minuten bleibe, laber trotzdem wirklich sehr gerne und ich würde mich freuen, wenn hier der eine oder andere wieder sich neu verirrt hat und ein Abo auf jeden Fall da lässt, Daumen hoch. Ich weiß, eigentlich bin ich kein bisschen dieser Schnorrer, aber mir ist es wichtig so ein bisschen, dass ich so neue Gesichter auf meinen Channel hier bekomme. Da ich jetzt schon das ein oder andere, sage ich mal, aufwendige Rust-Video hochgeladen habe. Also bei mir ist wirklich eher Qualität statt Quantität. Und ich denke mal, jedes Video, was ich hochlade, ist nicht einfach ein Scheiß, sondern schon wirklich ausgesuchte PvP-Szenen, die wirklich ja, spannend waren und nicht jeden Tag einfach mal so passieren. Und viel Arbeit im Editing drin stecken. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann doch gerne abonnieren und sich mal durch die anderen Klicks, Videos durchklicken. Und immer gerne, wie gesagt, einen Kommentar da lassen. Die viele meisten liken immer nur, aber schreiben nichts drunter sozusagen. Freue ich mich natürlich auch, aber einen kleinen Kommentar freut man sich immer noch am meisten drüber. So, Freunde, ich lasse euch in Ruhe. Viel Spaß beim Rusten, Freunde. Verrostet nicht und rastet nicht zu sehr aus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.